Ich fange immer in der Mitte was? An. Was? Das was? Was? Och, Mutti. Och, nee. Es lief so gut. Es lief so gut. Och, nee. Och, nee. Reaction, meine vier Lieblingstabaksorten von der Shisha-Mutti. Wir gucken rein, wir wollen rausfinden, was sind denn die Lieblingstabaksorten von der Mutti. Weiß ja, welchen Tabak ich gerne rauche. Hier seht ihr jetzt eine kleine Auswahl, die ich jetzt schon probiert habe. Also wir sind von Everyday über Aquamenta, Monaco haben wir, Daiquiri, dann haben wir von Hukin habe ich schon die Paste. Also eine Sache, die sie nicht aus meinem Video gelernt hat oder vielleicht wieder gerade nicht macht, weil sie halt nervös ist, Hukin. Ist aber süß. So, stell dir mal vor, deine Mama kommt vorbei und sagt, na Marvin, ich habe dir heute mal einen Tabak mitgebracht. Ich habe dieses Hukin gekauft. Na, wieder, na, süß. So, aber könnt ihr schon erkennen, ob da meine vier Lieblingstabaks dabei stehen? Ich weiß es schon. Nein. Nein. Denn, tada. That plot twist, Leute. Weg damit. Hier stehen sie. Das sind meine absolute Lieblinge. Ich habe mir wirklich im Vorfeld überlegt, welchen ich auf Platz 1, 2, 3 oder 4 setze. Ich habe da echt... Ohne Witz, Leute. Das ist richtig, richtig schwer. Ja, so im Kopf durchgehen und drüber nachdenken, welchen Tabak man gerade feiert und welchen man vielleicht nicht so geil findet. Richtig easy. Aber wenn du dir überlegst, so okay, ich hau jetzt ein YouTube-Video raus, das potenziell, überleg mal, mein Top-10-Video ist jetzt vielleicht seit, weiß ich nicht, 2 Wochen raus oder so. Das hat, glaube ich, irgendwas über 20.000 Klicks so. Wenn du ein Video machst über deinen Lieblingstabak und du weißt, das sehen 20.000 Leute oder mehr, uff, dann denkst du dreimal drüber nach, welche Reihenfolge du da sagst. So. Und dann, kennt ihr das, wenn ihr ein Wort zu oft sagt und ihr irgendwann nicht mehr wisst, was die Bedeutung ist oder die Bedeutung total schwammig wird und so. Genauso ist das, wenn du zu lange über deine Top 10 Tabakliste nachdenkst. Schwierigkeiten, muss ich sagen. Also wenn ich für mich ganz alleine bin, würde ich am liebsten immer zum Eiskaktus greifen. Und ich glaube, das ist auch die leerste Dose, weil, noch nicht einmal, da ist jetzt noch ein bisschen drin. Ich muss wieder los und kaufen diese vier am allerliebsten immer. Also bevor ich irgendwas rauche und denke, ich versaue mir heute mein Köpfchen, weil ihr wisst, ich rauche ja nur ein Köpfchen am Tag, greife ich... Was? Hast du das gehört, Regie? Die Mutti raucht nur ein Köpfchen am Tag. Ja, geht doch. Geht doch. Okay, Regie sagt, geht doch. Dann geht das wohl. Naja gut, ich, unten hängt schon noch ein bisschen drin. Ja. Aber wenn man das rührt, nimmt der Tabak... Geil. Die Shisha-Mutti, ey, die macht ihrem Namen alle Ehren. Alle Ehren oder Ehre? Alle Ehre. Ja. Alle Ehre. Die macht ihrem Namen alle Ehre. Sie rührt das Holz der Tabakdöschen schön mit so einem... Wie heißt das? Teigspachtel. Teigspachtel? Ist das nicht hier so ein... Wie heißt denn das, dieses, wenn man Guss drüber macht? Guss. Nein, die Spachtel, nicht der Guss. Wie heißt denn hier dieses Guss? Guss? Danke ja, an die Regie. Was meinst du denn? Ach, ich könnte da immer sofort reinbeißen, wenn ich nur meine... vier Tabaksorten oder Rennersteller. Auslöffelgerät. Also Schaber, ja. Und heute habe ich mir gedacht... So geil, hat die da eine Teigspachtel für einen Tabak, ey. Ich komme nicht klar. Ich hoffe, seht ihr das? Ich hoffe... Alter, also wenn man Dosen mit dem Teigspachtel so leer bekommt, wie diese Dose da, dann hole ich mir auch einen für meinen Shisha-Tabak. Das ist ja brutal. Heute möchte ich mal alle vier in einem Köpfchen rauchen. Okay, krass. Das habe ich nämlich noch... Was mir passiert ist, ja, ist innen gesprungen. Oh, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ja. Hier ist ein Riss drin. Bitter. Bis jetzt macht es noch nichts aus. Ich habe schon ein paar Köpfe jetzt da drin geraucht. Also der Leute, müsst ihr aufpassen, wenn euch ein Glaskopf schon gesprungen ist. Man kann ihn natürlich noch rauchen, ne? Sie hat schon recht, das funktioniert. Man zieht da jetzt nicht irgendwie super viel Fremdluft durch oder so, vermutlich auch gar keine. Aber was halt passieren kann, wenn so ein Kopf schon angerissen ist und wenn ihr da mal Hitze drauf gebt, dann kann es ja sein, dass der einfach während dem Rauchen
kaputt geht. So, und wenn ihr dann gerade Kohle auf dem Kopf habt, das kann zur Krise werden, so beim Rauchen, ne? Wenn euch der Kopf einfach wegspringt, uff. Der ein oder andere hat es bestimmt gesehen, dass die Shisha-WG reagiert hat auf meinen Pfannelkopfbau. Und da habe ich mir jetzt auch wieder einiges rausgezogen. Nice. Ich habe ja bis dato, bis das Video kam, habe ich ja meine Köpfe falsch gebaut. Also von den Profis, von der Profisicht auf jeden Fall falsch gebaut. Ja, falsch gebaut, da ist sie jetzt fast ein bisschen hart mit sich, ne? Also man konnte die ja schon so rauchen, aber der ein oder andere kleine Tipp, der war auf jeden Fall noch am Start. Also ob das jetzt ihr Shisha-Rauchen revolutioniert oder so, weiß ich nicht. Aber ja, der eine oder andere kleine Tipp ging auf jeden Fall raus. Ich habe auch hier diesen Funnel immer gefüllt mit einer Gabel und habe diese abgestrichen und habe hinterher dann auch noch platt gedrückt. Jetzt mache ich seit diesen Reaktionen von Shisha-WG, tue ich den jetzt nur leicht reinfallen lassen, ein bisschen aufflockern. Und Alufolie drüber, da mache ich die Sumo. Da habe ich jetzt auch gelernt, dass ich nicht so drauf patschen darf, nice, sondern wirklich seitlich. Ey, ohne Scheiß, das finde ich gerade so süß und so schön, dass sie sich halt echt dieses Video angeguckt hat, die Tipps rausgezogen hat und das umsetzt. Das finde ich so nice. Wenn sie dadurch auch nur 5% bessere Köpfe hat oder so, dann war es das so krass wert. Also ohne Scheiß, hätte ich das Video nur für sie gemacht, das wäre es wert gewesen. Finde ich gerade wirklich mega, mega süß. Das ist richtig wholesome gerade. Dieses Video war wirklich sehr, sehr toll. Oh. Aber keine Häme und keine Heterei. Und also ich bedanke mich nochmal bei der Shisha-WG, dass sie das so toll gemacht haben. Sehr gerne. Ich habe da wieder viel gelernt, habe mir auch danach wirklich ein paar Videos schon angeguckt, Thema Kopfbau. Und bin jetzt einfach weggekommen von meinem immer andrücken und mit der Gabel noch reindrücken. Ich habe mich da jetzt inspirieren lassen und mache das jetzt wirklich ganz locker, flockig. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie die vier Sorten in meinem Hookah-Glasfunnel sich rauchen lassen. Dann hole ich mir, jetzt tue ich erstmal füllen. Übrigens, Leute, ihr wisst Bescheid, ne? SWG-Tasse, alles schmeckt 10% besser, sogar Wasser. Meine Dose ist jetzt dann wirklich leer. Ich muss wieder los, was Neues kaufen. So, mehr habe ich einfach nicht. Immer locker flockig. Ist aber sein Schlappen prepaid oder gibt es den mit Vertrag? Bruder, ich glaube, so ein krasses Handy kriegst du nur mit Vertrag bei. Kann ich mir nicht vorstellen. Marketing am Start. So ist es. Gibt es zwar nicht zu kaufen, aber Marketing habe ich schon mal. Jungs, sollen wir alle bei der Mutti ein Abo auf Ehre da lassen? Auf jeden Fall. Sauerei ist da. So, dann haben wir. Allein, weil sie sich so Mühe gibt. Watermill Punch, einer meiner Lieblingstabaks. Den habe ich vorher schon gerührt, das habt ihr gesehen. Und einfach nur ein bisschen davon nehmen. Seht mal, wie schön hellgelb der ist. Ich liebe diesen Tabak. Sieht so richtig schön appetitlich zum Anbeißen aus. Zum Anbeißen. So, jetzt fülle ich noch den anderen. Warum Alu Smokebox, please? Ja, ohne Scheiß, das wollte ich gerade sagen, oder? Weil eigentlich ist das Ding ja für HMD gemacht, oder? Also es sieht auf jeden Fall so aus. Wie gesagt, ich habe den Kopf nicht, aber rein von der Optik würde ich sagen, das sieht genauso aus, als ob da perfekt eine HMD drauf passen würde, oder? Dass es schön locker drin liegt. Und das möchte ich jetzt auch machen. Und das habe ich jetzt in den letzten paar Tagen auch so gemacht. Nice. Dass er wirklich schön fluffig hier drin liegt. Und? Der Durchzug war mega. Nice. Auf jeden Fall wesentlich besser, als was ich immer gemacht habe mit meinem Andrücken mit der Gabel. Also ich sage ja, man muss öfters doch mal lehrreiche Videos angucken. Ich hoffe, wenn er es sieht. Ich sehe es. Der Marcel. Sie sagt es noch. Ich dachte gerade so, Marcel? Was für Marcel? Die Videos angucken. Ich hoffe, wenn er es sieht. Der Marcel. Der Marcel. Grüße gehen raus an Marcel. Wer auch immer du bist. Nee, der Haben wir Marcel im Chat am Start? Also Marcel, Grüße gehen raus. Marvin, entschuldigt. Sie hat es ja gefixt. Alles cool. Aber geil war es trotzdem. Entschuldigung, dass er vielleicht schon sagt, oh ja, das könnte besser aussehen. Es sieht safe besser aus. So, den Rand ein bisschen sauber machen. Dann nehme ich die Sumo-Folie. Wir haben ja gelernt, glänzig, matt, völlig wurscht. Boah. Ey, die hat sich jeden Tipp, Leute, jeden Tipp hat sich die Mutti zu Herzen genommen. Richtig, richtig geil. Richtig, richtig nice. Oh, das feiere ich ja gerade so sehr. Da habe ich noch ein bisschen meine Schwierigkeiten. Ich fange im Moment gerade so an, dass ich mir das an der Seite hebe, hier schön nach unten ziehe. Dann ist die Spannung wohl doch wirklich schon besser.
Also am Anfang habe ich das echt immer falsch gemacht. Es ist immer noch nicht ganz perfekt, wie ihr seht, ne, weil irgendwo bin ich vielleicht doch ein bisschen ungeschickt. Zum Beispiel jetzt, weil sie gerissen ist wieder. Abgerutscht. So, jetzt fange ich an zu stechen. Ich fange immer in der Mitte was? An. Was? 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 Ach Mutti. Ach nee. Es lief so gut. Es lief so gut. Ach nee. Ach nee. Warum denn auf einmal in der Mitte? Ach nee. Ach Leute. Es lief so gut. Es lief doch so wunderbar. Ach Mann. Ach Leute, kommen wir mal zurück zu Mutti. Es lief doch so wunderbar. Sie hat so viele Tipps so schön beherzigt. Das war so, so toll. Ich habe so gefeiert. Ach, und jetzt macht sie beim Funnel in der Mitte ein Loch. Also. Oh, God of Say auch am Start. Moin, mein Say, Digga. Schön, dass du da bist. Also, der sachliche Tipp zu dem, was sie gerade falsch macht. Wenn ihr einen Funnel raucht, ne? Ich habe jetzt leider gerade keinen Funnel mehr da, den ich euch zeigen kann, ne? Aber Funnel hat halt ein Loch in der Mitte. Das ist das Prinzip von einem Funnel. Das ist ein Einlochkopf. Und über dieses Loch, da macht ihr keinen Tabak, ja? Ihr habt... Wie soll ich euch das jetzt zeigen hier, ne? Ihr habt einen runden Kopf und in der Mitte ist ein dickes Loch, ja? Und wenn ihr jetzt Löcher über dieses Loch macht, ja, dann zieht ihr direkt die Luft in das Funnelloch. Das heißt, die Luft, die da reingeht, die mag sich an der Kohle erhitzen, aber die hat keine Chance, an dem Tabak vorbeizugehen, die Molasse verdampfen zu lassen, das Verdampfte mitzunehmen und dann eben Geschmack und Rauch zu tragen, sozusagen. Ja? Das heißt, was ihr bei dem Funnel macht, sind zwei Reihen an Löchern außenrum. Und zwar schön weit außen, so weit außen, wie es geht. Ja? Die Luft geht in den Kopf rein, über dem Tabak vorbei oder sogar durch den Tabak, wenn ihr schön fluffig baut, was auf jeden Fall das Ziel wäre. Und ne, heiße Luft kommt an den Tabak, Tabak wird erhitzt, Tabak gibt seine Flüssigkeit, Flüssigkeit wird so heiß, dass sie verdampft, das Verdampfte geht halt aus dem Tabak raus, entsteht halt eben Rauch und ihr zieht dann den Rauch an dem Tabak vorbei in das Funnelloch, dann durch eure Pfeife, durch das Wasser in den Schlauch, in euch rein. Ne? Und dann, voilà, Bruder, guter Geschmack, würde Abbas wahrscheinlich sagen. Deswegen ist das gerade so traurig, dass die Mutti den ersten Stecher direkt mitten übers Funnelloch macht. Durchzugloch, das habe ich schon oft gehört. Ah, okay. Okay, es war ein Durchzugloch. Braucht man nicht, sollte man trotzdem nicht machen, aber wenn es nur ein Loch ist, dann ist der Kopf jetzt auf jeden Fall nicht komplett RIP. Puh. Das Blödsinn ist, dass man das macht, weil der Durchzug dann nicht so gegeben ist oder zu stark ist. Was? Also in der Mitte an, das Durchzugloch, das habe ich schon oft gehört, dass es Blödsinn ist, dass man das macht, weil der Durchzug dann nicht so gegeben ist oder zu stark ist. Also stark. Ich habe jetzt das schon ohne gemacht und habe dann schlechtere Erfahrungen gemacht. Nee. Ich rauche. Also dann läuft irgendwas schief. Wenn dein Kopfbau nice und on point ist, dann brauchst du dieses Durchzugsloch da in der Mitte absolut nicht. Ja, absolut nicht. Das eine kleine Loch wird keinen krisenmäßigen Unterschied machen. Das wird schon noch okay sein, wenn der Rest vom Kopfbau passt. Aber man braucht es halt einfach nicht. Ne? Warum solltest du es denn einen Ticken schlechter machen, wenn du es einfach komplett gut machen kannst? Ne? Deswegen, also, das ist so, schwierig. Mache ich mir auch noch ein paar. Und das sind meine besten Rauchergebnisse. Okay, jetzt ist doch wieder vorbei. Jetzt muss ich doch wieder los. Das Köpfchen kommt. Und jetzt schaut mal, sie hat jetzt schon so viele Löcher, so krass in der Mitte. Man braucht nie im Leben so viele Löcher. Braucht man nicht. Ne? Guckt euch mal eine Smokebox an. Die hat auch nur außen ein paar kleine dünne Streifen offen. Und das reicht. Das ist mehr als ausreichend. Ja? Du könntest sogar mit einer Reihe außen an gescheiten Löchern, könntest du den Kopf rauchen. Wo ihr damals, wo der Shisha WG auf jeden Fall nachkommentiert hat, es ist noch nicht hundertprozentig, also die Spannung, an der kann ich aber wirklich noch arbeiten. Die Spannung ist schon deutlich, deutlich besser gewesen. Deutlich, deutlich besser. Aber ihr seht, weil immer viele schimpfen, weil ich dieses mittige Loch mache. Ich habe die besten Erfahrungen damit. Mich fragen auch viele, nee, brauchst du echt nicht, warum ich denn kein
Smokebox benutzen. Ja, safe, warum? Mein Ding, also ich habe jetzt diese Kombi für mich entdeckt. Es ist einfach, wenn ich die Smokebox drauf habe, ist der Tabak mir viel zu heiß. Dann nimm weniger Kohle. Ohne Scheiß, Mutti, würde ich wirklich gerne ein Video von dir sehen, wie du zum ersten Mal Smokebox probierst. Ja? Ich schicke dir auch einen gebauten Kopf. Irgendwie kriegen wir das hin. Aber ohne Scheiß, probier mal Smokebox, weil dann hast du den ganzen Scheiß mit Alufolie spannen und Lochung verkacken. Das ist Instant Vergangenheit. Bau den Kopf genauso, wie du ihn gerade gebaut hast. Pack eine Smokebox drauf, pass mit der Hitze auf, fang mit 1,5 Kohlen an. Wenn es zu wenig ist, gehst du auf 2. Wenn es immer noch zu wenig ist, kannst du immer noch auf 2,5 gehen. Ne? Hashtag Kantenbasis. Ihr wisst ja Bescheid. Steiger dich langsam von der Hitze hoch und dann findest du schon den perfekten Punkt, wie dein Kopf gut läuft. Aber ohne Witz, Lochung, kein Thema mehr. Spannung, kein Thema mehr. Also für mich, Smokebox, das Beste, was man machen kann. Ja, Leute, also schaut mal bei der Mutti vorbei, auch wenn sie noch nicht alles richtig macht. Ihr seht das, die Steigerungen von Video zu Video sind auf jeden Fall am Start.